Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim, mit wieder einem in sich geschlossenen kleinen Buch, nämlich das da heißt von Fjori und Holgir, Verfasser unbekannt. Im 29. Sommer ihres Lebens begegnete Fjori die Jägerin dem Kriegsherrn Holgir auf dem Schlachtfeld. Niemand weiß mehr, worum es bei diesem Kampf ging, denn ihre künftige Liebe war derart groß, dass sie alle Rivalitäten und Streitereien überdeckte. Vor den Augen ihrer Anhänger kämpften sie, bis es zu einer Pattsituation kam. Ihr Schwert brach, seine Axt entzwei und sein Schild ließ ihre Klinge stumpf werden, sodass alle sahen, dass sie einander ebenbürtig waren. So wie Adler ihre Partner finden, so fand Fjori mit Holgir auch den ihren und für die Clans des Waldes brach eine Zeit des Friedens an. Doch wie die Wärme des Sommers der Kälte des Winters weicht, so würde auch dieser Friede ein Ende finden. So kam die Schlange und biss Holgir tief drang ihr Gift in seine Wunde ein. Als Fjori die schneebedeckten Gipfel überquert hatte und die Küste erreichte, erwartete sie der Anblick eines Wals. Von den Akaviri bekam sie ein Elixier und eilte darauf in den Wald zurück. Und während Holgir bereits die Winde Sovngarde riechen konnte, verabreichte sie ihm das Elixier und er wurde auf der Stelle geheilt. Doch die Schlange biss Fjori, als sie den letzten Tropfen in Holgirs Mund träufelte, und da die Reise sie sehr geschwächt hatte, gesellte sie sich augenblicklich zu ihrem Vorfahren. Holgirs Kummer war so groß, dass er eine Grabstätte errichtete und dass er sich nach ihrer Fertigstellung das Leben nahm, um wieder bei ihr sein zu können. Ja, es gibt ja auch Romeo und Julia in Himmelsrand von Fjori und Holgir. Ja, traurig aber wahr. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.